Hallo liebe Leute, herzlich willkommen hier zurück zu Transocean The Shipping Company. Jetzt war ich gerade ein bisschen verwirrt hier, weil hier oben eine Zwergstelle in Shanghai, Hongkong oder Busan errichten. Okay, da müssen wir also noch. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch, in der letzten Folge sind wir hier so ein bisschen gebeutelt worden. Gut, wir haben ein Schiff gekauft, ein neues. Wir haben aber auch hier unten einen Piratenangriff gehabt. Also wir wurden vom Zoll, also wir hatten hier leider ein bisschen Pech. Also wir wurden vom Zoll kontrolliert. Hier siehst du, sie kündigt sich jetzt auch gerade wieder an. Wo sind wir denn da oben? Ach, in Metro Vancouver, da waren wir noch gar nicht. Oh, wir sind hier. Ja, wir müssen hier jetzt schleunigst anlegen. Das machen wir jetzt auch mal manuell, weil wir da nämlich noch gar nicht waren. Nummer 48, Canada Place, ist hier ganz bekannt. Okay. Oh, wie grün. Sehr hübsch. Gucken wir mal, was uns jetzt hier so erwartet. Ist ja schon mal wieder Hafeneinfahrt des Todes. Wie wir hier rumkommen. Ah, hier sieht aus wie ein Gletscher. Ja, dürfte ein Gletscher sein, der sich hier so vorschiebt. Okay, hier ist... Da müssen wir hin. Haben wir wieder so einen schrägen... So eine schräge Kaimauer hier, so eine angeschrägte. Huch, war ein bisschen viel Drift. Na, das geht sich noch nicht aus. Jetzt. Looking good. Naja. Je nachdem, wie wir da aus dem Hafen rausfahren können, ob jetzt gerade oder wieder ob wir da rückwärts rausstoßen müssen. Schau, der ist natürlich auch ein Hammer hier. Das, wie willst du denn da reinkommen, ey? Das sieht ja aus wie das Teil vom Flipper. Was da. Wie heißen denn die Dinger eigentlich? Bouncer? Ne, Bouncer sind. Ihr wisst schon, unten diese Wippen, mit denen man den Ball immer wieder hochkatapultiert. Bouncer waren ja diese anderen Dinger, diese... Wo der Ball so weggeschossen wird, die Kugel da. Okay, bla bla, wir sind hier angekommen. Gut, haben auch keine Strafe zahlen müssen. Und jetzt haben wir ja hier noch einen Auftrag mit dabei. Genau, nach Anchorage, da waren wir ja... Ich glaube, da waren wir zwar auch schon mal, aber... Schadet ja nix. Nook ist um die Ecke, aber bringt nix. Nach Mombasa könnten wir danach eine schöne Tour machen. Auch keine Terminfracht. Die nehmen wir mal mit. Aber wir fahren jetzt erstmal hier nach Anchorage. Können wir uns ja eigentlich auch Zeit lassen, weil ist eben keine Terminfracht. Brauchen wir nicht viel Stress machen. Ah, okay, da kommen wir noch rein in unserem Schiff. Okay, dann legen wir doch mal manuell ab aus Metro Vancouver. Mal gucken, wie die Hafenausfahrt sich gestaltet. Ah ja. Diesmal wurde unser Schiff wieder nicht gedreht. Okay. Ich werde jetzt hier auch einen Teufel tun und umdrehen. In diesem engen Hafenbecken. Hat ja schon so einen gewissen Fjordcharakter hier, dieses Ding. Nur nicht ganz so hohe Felsen. Aber mit diesem Gletscher finde ich sehr geil. Geht man, ach, ein bisschen höher raus kann ich noch. Aber ja, dann sieht man leider auch nicht viel besser dadurch. Mit brachialen 5 Knoten schieben wir uns rückwärts aus dem Hafen. Hüstel. Aber dann haben wir den immerhin auch schon mal abgehakt. Und gut, wir müssen dann also im asiatischen Raum noch Zweigstellen errichten. Aber ich glaube, erstmal haben wir genügend Sorgen damit, wieder hier auf den grünen Zweig zu kommen, was Geld angeht. Weil, naja, wie gesagt, letzte Folge Piraten mit 17 Millionen, dann Fracht hat uns der Zoll abgenommen.
Und also eine Sperenzchen, das fand ich jetzt nicht so witzig und hat uns doch einiges an Geld gekostet. Und halt eben hier unsere gute Investorin hält auch wieder die Hand auf, kräftigerweise möchte ihren Anteil haben, der diesmal aber dann nicht so üppig ausfallen dürfte, bei gerade mal, was ich haben wir jetzt, 28 Millionen oder so. Aber ich denke mal oder hoffe mal, dass ich das jetzt in Kürze hier auch mal wieder bessern wird, weil für Zweigstellen und so braucht man halt einfach Kohle. Ich glaube, die letzte hat jetzt 50 Millionen gekostet. Müssen wir also noch ein bisschen reinhauen und Geld verdienen. Okay, na gut, wir sind jetzt wieder auf 40, aber trotzdem, das ist nicht viel Geld. Die bunte Kuh liegt in einem unserer Heimathäfen. Da waren wir natürlich schon. So. Wo fahren wir denn dann hin? Wir haben jetzt noch was nach Shanghai und dann nach England da oben. Okay. Hongkong ist natürlich hier auch gleich um die Ecke. Aber es lohnt sich ja gar nicht. Indien. Oh, Valencia. Warum können wir denn nicht nach Valencia? Achso, weil wir voll sind, ne? Nee. Schade, schade. Raubkopien, das lassen wir mal lieber. Das ist. Raubkopien ist pfui. Wir fahren jetzt da mal rüber nach Shanghai. Was sagt denn der Sprit hier? Ja, komm, scheiß drauf. Tanken wir mal auf, dann fahren wir mal rüber nach. Ne, nach Shanghai. Was ist denn das hier? Ne, ist nicht. Was ist denn das hier für ein Hafen? Das ist noch nicht freigeschaltet. Ah, ein sehr idyllisches Fleckchen. Achso, jetzt ist die schon in Shanghai. Naja, waren jetzt hier schnelle paar Millionen. Jetzt haben wir noch eine Rutsche nach Felixstowe. Wo fahren wir da eigentlich hin? Ach, durch den Kanal. Kommen wir dann, da kommen wir ja sogar an Algier vorbei. Njum, 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 njum. Können wir das beides machen? Algier. Mensch, das ist ja eine sehr lukrative Tour. Da wären wir dann in Algier. Können wir sogar noch ein bisschen langsamer fahren hier. Huch, in 22 Tagen in Algier und von da aus dann weiter nach Stockholm. Ja, zeigt er mir wieder nicht an. Aber er hat ihn angenommen. Das ist sehr schön. Alright then. Also erstmal nach Algier. Sind wir in 22 Tagen da. Fein, fein. Bargeld lacht. Achso, hier oben ist jemand in Anchorage. Im Hintergrund begrüßt uns die Meldung, dass der Sprit hier sehr günstig ist. Ein Glück haben wir vorher noch gerade voll gemacht. So, wir haben noch was nach Mombasa. Mombasa. Ist natürlich auch einmal komplett hier rüber. Könnten wir ja. Nee, können wir nicht. Buenos Aires. Obwohl, wenn wir von Buenos Aires, das ist ja bloß ein Katzensprung rüber nach Afrika. Dann müssen wir mal gucken. Glöckchen Luxusgüter. Das lassen wir uns jetzt hier nicht entgehen. Das machen wir. Und fahren dann zuerst nach Buenos Aires. Kommen wir da eigentlich hin? Ja, kommen wir hin. 35 Tage. Machen wir hier ein bisschen Ballett. Wunderbar. Mensch, das lohnt sich ja. What the fuck? Was ist denn jetzt schon wieder? Was denn? Wieso denn Schmuggelware? Warum haben wir denn Schmuggelware mit dabei? Ich dachte, wir haben bloß fragwürdige Ware. Was ist denn das auf einmal wieder? Folgenlang ist hier überhaupt nichts los mit irgendwelchen Arschkrampen. Also irgendwie ist das ein bisschen sehr seltsam von dem Spiel, muss man ja mal sagen. So, jetzt müssen wir erstmal anlegen hier, die Esmeralda in Balbo. So, was ist denn jetzt hier zum Hafen? Sorry Leute, aber das verstehe ich echt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Echt.
So, was ist jetzt hier mit Lima? Da kacken wir jetzt doch schon wieder ab, oder was? Boah, ich bin schon wieder genervt jetzt, echt. Jetzt verkacken wir auch noch die Tour nach Lima. Weil wir da nicht... Ja, ich muss erst anlegen. Danke. Klappe halten. So. Also sorry, das verstehe ich wirklich nicht. Mit dieser angeblichen illegalen Ware. Verstehe ich absolut nicht. Echt nicht. Manila. Ja, ist ja nicht wirklich doll, wa? So, bin ich mal kurz rausgegangen und gehe jetzt hier nochmal in den Hafen. Mal gucken, ob es jetzt neue Aufträge gibt. Na, das sieht doch schon mal... Hier siehst du, es waren bestimmt fragwürdige Waren. Aber doch keine... Ich glaube nicht, dass ich... Also, vielleicht irre ich mich ja, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, ich habe keine Raubkopie mitgenommen. Sondern höchstens fragwürdige Waren. Aber gut, wenn man die jetzt auch nicht mehr transportieren darf, ohne hier gleich irgendwie... eins auf die Nuss zu kriegen, dann finde ich das ein bisschen lächerlich. So, Mombasa, Bangkok. Könnten wir Mombasa, Bangkok fahren? Was ist denn das? Wieso kommen wir da nicht bis nach Mombasa? Achso, wir vielleicht noch... Ne, wir sind ja voll. Aber das dauert... Na gut, das würde hinkommen. Dann fahren wir erstmal nach Mombasa. Genau. 20 Tage sind wir da. Aha. Investorenanteile von 40 Millionen sind fällig geworden. Ihr Kontostand ist negativ. Ihr Investor gewährt Ihnen allerdings einen Dispo-Kredit bis zu 23,5 Millionen Euro. Gleichen Sie Ihren Kontostand möglichst schnell aus. Leute, ich glaube, wir sind gerade ein bisschen... in der Bredouille. Ich meine, gut, wir sind jetzt schon wieder raus, aber jetzt tanken wir den Pott einmal voll und dann ist das hier schon wieder... Hier, guck mal. Schon sind wir gleich wieder in der Minusbilanz. Also so... So übel hatten wir es ja noch schon lange nicht mehr. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal weiter nach... nach Felixstowe. Genau. Felixstowe ablegen. Achso, da ist schon einer da. Okay. Palum. Okay, wir sind zumindest wieder im Plus, aber das... Krass, ey. Was hab ich uns da nur eingebrockt? Das war heftig. So, was haben wir denn hier? Also die Dinger nach Afrika sind echt immer sehr lukrativ, muss man ja mal sagen. Nee, ist die falsche Richtung. Ist auch die falsche Richtung. Könnte man nach Buenos Aires da noch fahren? Da wäre man in 17 Tagen da und nach Buenos Aires wäre dann das Doppelte noch. Können wir das mitnehmen? Jo, machen wir das doch. Okay, okay, okay. Also dann erstmal nach... Nimmt sich eigentlich nichts. Können wir auch zuerst nach Kapstadt fahren. Nach Buenos Aires. Jo, da können wir auch ein bisschen langsam machen. Machen wir 23 Tage. Oh Mann, ey. Jetzt müssen wir hier echt ein bisschen... Es gibt ja auch noch 10 Millionen. Ja, Mist. Sie haben den Großauftrag nicht geschafft. Wie schade. Nun ja, Sie werden weitere Gelegenheiten bekommen, wenn ich den nächsten Großauftrag für Sie an Land ziehe. Ja. Okay. Siehst du? Wieso 40 Millionen? Wieso denn 40 Millionen? What? Sie haben Ihren Dispo-Kredit überzogen. Die Bank macht Ihre Reederei dicht, wenn Sie nicht innerhalb von 30 Tagen die Überziehung ausgleichen. Sehen Sie zu, dass Sie schnellstmöglich Geld heranschaffen. Wenn es sein muss, auch mit einem Langzeitkredit. Warum 40 Millionen? Warum? Dieser Firmenauftrag, den wir hatten, der war doch bloß über 10 Millionen. Ich verstehe es nicht. Wirklich, ich verstehe es echt nicht. Jetzt können wir nicht mal mehr hier mit Schlepperhilfe anlegen, oder was? Oh, what the fuck. Jetzt muss ich hier, ich komme hier nicht mal mehr raus. Hallo Spiel, ernsthaft?
Ey, es gibt's nicht, wirklich. Also ich muss ja wirklich sagen, jetzt gerade aktuell, so weit regt mich jetzt auf. Ja, da schiebe ich jetzt echt einen Hass. Warum kann ich denn eine Operation, die ich ausgelöst habe, nicht einfach wieder rückgängig machen? Was ist denn, wenn ich mich verklickt habe? Dann muss ich jetzt diesen Mistdampfer hier manuell anlegen oder wie? Also sorry, das kann es ja nur echt nicht sein. Ich muss doch echt die Möglichkeit haben zu sagen, nee, warte mal, ich will vielleicht erst mich um ein anderes Schiff kümmern oder so. Nein, kann man hier nicht, darf man hier nicht, muss man durch. Wollte nämlich erst noch einen Kredit aufnehmen, zu gucken, ob man das irgendwie hinkriegt, aber wurde mir ja leider nicht gestattet. Gut, müssen wir halt eben erst anlegen. Und dann können wir gucken, wie wir hier, ob wir den Langzeitkredit irgendwie beauftragen können, wie wir das machen. Dass wir hier dementsprechend aus diesem teuren Dispo rauskommen. Ich meine, ihr kennt es ja vielleicht von eurer eigenen Bank. Dispo-Kredit ist schön zu haben, wenn man ihn nicht braucht, weil man zahlt sich sonst dafür dumm und dusselig. Ne? So. Ja, schließen, lass mich in Ruhe. So, Finanzen, Kredite. Ich möchte gern einen Laufzeitkredit. What? Wir helfen Ihnen gerne aus der Not mit unseren Krediten und attraktiven Zinssätzen. Bestimmen Sie die gewünschte Kreditsumme und wählen Sie einen unserer flexiblen Pläne. Die Rate ist monatlich fällig. Bezahlen Sie den Kredit gerne vor Ende ab, wenn Ihr Budget es zulässt. Dankeschön, Klugscheißerchen. Wir machen mal 2 Jahre. Ja, und wie viel nehmen wir da jetzt hier? Also können wir uns jetzt aussuchen, ja? Dann machen wir doch einfach mal... Was machen wir denn da? Ich würde mal sagen, wir machen 30 Millionen. 300.000, 3 Millionen, 30 Millionen. Da sind wir wenigstens wieder mal im Plus. Das machen wir mal. Das schaffen wir schon innerhalb eines Jahres. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, wir sind leicht im Plus. Huch, und müssen jetzt wirklich gucken, wie wir hier was geschissen kriegen. Wir fahren nach Stockholm. Wir fahren nach Stockholm. Wir fahren nach Stockholm. Was ist denn hier noch da? Ist nichts mehr. Sydney ist danach noch. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier echt ein paar große Fische an Land ziehen. Ich nehme mal Sydney mit und dann düsen wir schnell rüber nach Stockholm, nicht? Da können wir jetzt auch wieder automatisch ablegen. Ja, dann tun wir anlegen, tun, nicht? So, was haben wir denn hier noch mit dabei? Achso, wir haben immer eine Rutsche nach Sydney dabei. Stimmt, die habe ich ja mitgenommen. Und von Sydney können wir ja dann wieder mal den asiatischen Raum schippern. Beziehungsweise, schade, wir können nur einen von den beiden mitnehmen. Da würde ich mich dann aber für Hongkong entscheiden. Ganz klar. So, wie lange brauchen wir denn nach Sydney? Da würden wir sogar rüberkommen, wenn wir so langsam fahren. Aber komm, wir tanken einfach mal voll. Wenn ein Sturm kommt, man weiß ja nie, was passiert. Dann können wir auch einzahlen schneller. Ja, es sind 10 Tage... Aber das brauchen wir nicht. Wir haben keine Terminware, von daher können wir da einfach hinfahren. Gut, los geht's nach Sydney. Feuer frei, Marianne. Pff, jetzt toll, wir fangen jetzt echt wieder von unten an. Wirklich von ganz unten müssen wir uns hochschuften. Das ist echt krass, 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 krass. Gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, diese Folge geht jetzt leider zu Ende und wir schippern quasi in eine unbestimmte Zukunft weiter. Ich kann nicht sagen, wie es weitergeht. Ob wir hier... Momentan stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Wir schauen mal. Drückt die Daumen, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und apropos Daumen, ihr könnt auch gerne mal ein Abo da lassen. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Würdet ihr mal mitbekommen, wenn es was Neues gibt bei mir. Und tut nicht weh und frisst kein Brot. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Tschüss.